Hallo meine lieben Freunde, ja, ich bin's wieder, der Terrortoaster 97, ja, und heute habe ich hier die Crysis 3 Kampagne, die erste Mission. Und erstmal die Charakter vorstellen. Ich bin der Prophet, das ist mein lieber netter Freund der Psycho und das sind so zwei andere Typen, die ich nicht kenne. Gut. Und das ist ein toter Gegner. Hoch? War nicht schlecht. Verstanden, Romeo 1. Da müssen wir dich reinbringen. In den Dom. Das sieht nach Krieg aus. Der Alpha-Chef? Nein. Erinnerst du dich an die Typen, die dich in Sibirien mit Carbolts vollgepumpt haben? Die Typen, die dich für was weiß ich wie lange kaltgestellt haben? An die Typen, die mich geskinnt haben? Nein. Und die dasselbe mit dir vorhatten? Eigentlich nicht. Sir? Diese Typen. Ah, vergiss es. Okay. Eins muss ich sagen, die Qualität, also die Grafik, ist echt der Hammer. Man kann sogar das lesen. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, wie diese Tropfen auf deiner Maske runterlaufen. Hammer. Sogar den Schirmring kann man greifen. Fangen! Vielleicht habe ich jemanden gerettet. Oh, hier ist was zum Tüfteln. Schalt einfach ein. Okay. Y. Wir gehen durch die Vordertür rein. Okay. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Das ist Überraschungsmoment. Naja. Zack, Nummer 1. Cool, an die kann ich ganz viele Sachen dran klemmen. Fuck. Jetzt haben die Rat mich auch noch gesehen. Ja, ich weiß, bin ich der präziseste Typ, aber... Was soll ich machen?
Wein wäre, glaube ich, eine schlechte Idee. Verstärkung. Ich beschäftige ihn. Jo, dann mach mal. Ich hab dir, glaube ich, den Kopf geschossen, kann das sein? Na gut. Oh, oh, oh. Manchmal tun mir diese Mistkerle leid. Mir auch. Aber meistens töte ich sie nur. Hallöchen. Na gut. Over. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schöne Sauerei. Den hier brauchst du vielleicht. Einen Bogen? Ja. Mach dich zu einem unsichtbaren Killer. Krasses Teil. Gefällt er dir? Nein. Nur weil ich dir das Beste an euch gesagt habe. Der Bogen ist über Carbon-Laser an deinen Nanosuit gekoppelt. Hat genug kinetische Energie, um ein Nashorn zu töten. Wechselköpfe zum Abfeuern von Sprengladungen und jetzt kommt's. Du bleibst dabei getarnt. Was sagst du jetzt? Klingt nicht übel. Gut, dann lass uns gehen. Gut, jetzt haben wir diesen oberkrassen Bogen bekommen, den es das erste Mal bei Crysis 3 jetzt gibt. Romeo 1, wir sind durch Hotspots. Nicht schlecht. Burnout scharf und bereit. Over. So, auch gut. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Hier lege ich das Ding in die Platte. Lösche. So, also der Bogen läuft. Jetzt muss ich mich nur mal hier umschauen, ob hier noch wo oder ja, wo die Gegner hier eigentlich rumstehen. Das wäre gar nicht so übel. Leck mich. Oh, 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 der ist hier genau vor mir. Eieieiei. Fick dich. Da oben war auch einer. Durchs Ziel durch. Zack, zack, zack. Meine Taktik, einfach durchwaschen. Einfach durch. Panzermodus allem rein. Das ist einfach die einfachste Möglichkeit an der ganzen Sache hier irgendwie. Natürlich geht es auch taktisch, aber das dauert mir einfach viel zu lang. Also, einfach rein und alle Gegner abknallen. So, und schon ist man oben. Jetzt muss ich nur auf meinen Freund warten. Da kommt er schon, der Psycho. Und schon ist der Psycho drin und die Tür geht zu. Romeo 1 hier, Romeo 2. Burnout abgeschlossen, over. So, sind wir hier durch? Oha. Scheiße. Was ist hier los? Er ist aufgestanden, ist gestorben. Das hast du irgendwie ganz clever gemacht. Oh, eine Seltasche. Da ist sicherlich mein neues Standardpaket zum Überleben drin. Ah, schade. So, Ziel mit Visor. Und das Ding soll ich jetzt hacken. So, so. Das ist auch was Neues von Crysis 3, dieses Hacken von Gegenständen. So, gehackt. Und zack, schon ist die Tür auf. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Sir's Heimatfront. Sie haben hier etwa einen, vielleicht 2000. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. So, jetzt sind wir auch hier durch.
Ich weiß gar nicht, wo wir uns jetzt gerade befinden. Irgendwo in so, auch in der Station. Ich glaube, wir wollen gerade aus der Station irgendwie flüchten. Aber wo wir genau sind. Ah, das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir. Zeig mir dein Gesicht. Du hast mich aus dem Anzug erschreckt. Das ist Psycho im Anzug. Psycho, gehen wir. Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich. So, das ist also er war in diesem Anzug auch drin. Und er musste rausgeschnitten werden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Und darüber ärgert er sich. Ach, Scheiße. Komm schon. Gehen wir. Na gut, dann mach die Tür auch auf, mein Freund. So. Das wird witzig. Also eigentlich jetzt wieder die üble, normale Scheiße. Tarnmodus, bla bla bla, fickt euch doch. Ich laufe hier einfach durch. Schieß da dort mal ein paar Leute ab. So. Ihr dreckigen kleinen Mistkäfer. Schießt euch einfach ab. Schießt euch einfach ab. Oder das Helikopter. Eieiei, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Heck, 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 heck. Eieiei. Gott sei Dank bin ich da schnell rein. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug. So. Jetzt sind wir in dem grünen Tunnel der Hormone. Und schon sind wir wieder raus. Und da geht die Tür zu. Da geht die Tür zu. Und da geht sie auch wieder auf. Geh weiter, wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. So, mit dem Visor kann man natürlich auch die Leute markieren, was ich jetzt auch machen werde. Wenn du länger drauf bleibst, siehst du die Leute auch noch, was ich irgendwie witzig finde. So. Und da oben ist auch noch einer. Aufladen. So. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen, mein Freund. Dir brech nämlich das Genick. Oder ich stech dir so ein Ding jetzt in den Hals. Geht auch. Ist deine Entscheidung. Wie ich es angehe, hart oder weich? Ja, und schon wird's wieder laut, weil mein scheiß Tarnmodus ausfällt. Die Energie ist einfach zu leicht. Na gut, ich müsste theoretisch auch hier hochkommen. Happy Birthday! In die Fresse! So, ich laufe sogar noch richtig. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. Zack. Und schon wieder einem das Genick gebrochen. Das ist genau wie beim Osten. Was ist das denn? Da kommen die mit ihren. Da wollen die mich mit ihren Strommaschinenpistolen außer Kraft setzen. Kann nicht nur du hier, das nehme ich mir jetzt auch das Ding. So, bitte, das hast du verloren. Jetzt kannst du mir mal schön selber diesen Blitzstab lecken. Aber jetzt muss ich den Typen lassen, cool aussehen, da schon.
Okay, der da. So, ich habe euch gewarnt, ihr habt die Warnung nicht angenommen, euer Eigenpech. Ha! So, wo sind wir denn jetzt? Mal schauen. Wir sind, das erinnert mich an so einen Flugzeuggang, wenn es ins Flugzeug reingeht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Lol, Geschütz, ausgeschaltet. Was wollte der denn? Okay, Leute, das war jetzt echt knapp, weil ich den echt gar nicht gesehen habe. Fick dich doch, wo bist du denn? So. Das ist entweder Prophet oder Psycho. Das ist Psycho. Oh, das ist auch Psycho. So, wo gehen wir hin? Sobald wir drin sind, stoßen wir zu meinen Leuten. Du hast neuerdings Leute. Du kennst mich. Ich war schon immer ein Teamplayer. Subjekt Sarge Michael Psycho. Ja, ich erinnere mich. Na gut. Die meisten sind Schuldsklaven. Oh. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. So, jetzt das dramatische Ende. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Willkommen in New York. Version 2.0. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Cell. Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Cell. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet. Die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt.